Die Sonne geht endlich langsam auf und wir sind ganz allein. Als kleiner Ceratosaurus. Unsere Eltern sind heute Nacht bei der Jagd verstorben. Und jetzt sind wir ganz auf uns allein gestellt. Das hier ist übrigens Ed. Ed, der kleine Ceratosaurus. Da die Jagd von den Eltern nicht erfolgreich war, sondern eher das Gegenteil, sind wir auch sehr hungrig. Also wir müssen uns jetzt erstmal auf Futtersuche begeben. Es wird wahrscheinlich eher so auf Aas oder auf Knochen hinauslaufen, denke ich mal. Weil selber was erlegen ist schon sehr, sehr schwierig mit der Körpergröße und dem Gewicht. Wir müssen aber auch immer vorsichtig sein, weil so Fressen lockt natürlich auch andere Fressfeinde an. Und ich glaube, wir können uns gerade gegen fast gar nichts verteidigen. Also wir müssen immer auf der Hut sein, viel beobachten, bevor wir da einfach hinrennen. Weil ich möchte sehr, sehr gerne groß mit dem Cerato hier werden. Oh, da sind sogar zwei Diäten. Einmal dieses S und dann die Keule. Ich glaube, die Keule sind diese drei Punkte. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne mich nicht so gut aus. Ich weiß aber, dass es gut ist, wenn man verschiedene Diäten macht. Dann wächst man schneller. Und wachsen ist für uns gerade das A und O. So langsam müsste das doch mal näher kommen. Kann ich eigentlich schnuppern während des Laufens? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, das hier ist schon relativ nah. Bin mir aber nicht sicher. Ich weiß halt nicht mal, ob das gute Nahrung ist. Können wir das irgendwie rausfinden? Oh nein, das Wiese. Oh, offenes Feld gefällt mir gar nicht. Versuchen wir uns erstmal hier so an den Böschungsrand, sage ich mal, zu schleichen. Im Schutz der letzten Büsche und dann gucken wir mal, ob wir was sehen können. Egal, wir riskieren es. Wir sind super hungrig. Wir müssen das Risiko eingehen. Vorne? Ne, das ist ein Ast. Ich dachte gerade, das wäre ein Knochen. Schade. Aber ich höre schon wieder Knurren hinter mir. Oh nein. Wir rennen einfach weiter. Wir sind aber auch sehr, sehr hungrig. Also, das große Umdrehen haben wir gar keine Zeit für. Wir können uns jetzt nicht mehr verstecken. Ich glaube, sonst verhungern wir. Die Nahrung ist nah dran. Aber auch die anderen hungrigen Saurier, glaube ich. Oh, ich höre die fliegen. Irgendwo muss hier ein Kadaver sein. Da ist er. Ich weiß nicht, was es ist, aber wir fressen es einfach. Ist das einer von uns? Oh mein Gott, werde ich gerade zum Kannibalen. Na, dann sind wir jetzt Ed, der Kannibale, falls es so ist. Ich glaube irgendwie schon, dass es einer von uns ist. Oh, ich höre Schreie. Könnte das unser erster Freund werden? Komm. Will dich nicht fressen. Hinter uns, oder? Nee, doch nicht. Ist mir eingebildet. Ich weiß leider auch so wenig über das Spiel, dass ich
sehr viele Fehler machen werde. Also ihr könnt gerne Tipps in die Kommentare schreiben. Es tut mir jetzt schon leid, aber seid mir nicht böse. Wir sind auf jeden Fall, glaube ich, jetzt blutrünstiger Kannibale. Bin mir nicht ganz sicher, aber wir sehen auch schon so aus. Ich gehe einfach mal davon aus. Wir können das auch gar nicht mehr weiter essen. Wir haben es bis zu den Knochen runter genagt. Wir haben jetzt erstmal das Überleben gesichert. Ob als Kannibale oder nicht, das ist dann nicht mehr wichtig. Wir können ja nochmal weitergehen, weil ich weiß auf jeden Fall, dass wir diese Diät hier unten, dieses S, auffüllen müssen. Dann haben wir nämlich einen Wachstumsbonus, den sieht man hier. Also das wird jetzt das nächste Ziel sein. Müsste ja noch ein Kadaver liegen. Irgendwo vor uns. Das Gute ist, dass hier ist anscheinend der Kartenrand. Und hier liegt noch ein größerer Kadaver. Das dürfte aber ein Kano sein. Aber der andere, den wir vorhin gefressen haben, der sah auch aus wie so ein... Also genau wie der hier, nur ein kleiner. Vielleicht sind wir dann doch kein Kannibale. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe einfach mal nicht. Wir haben jetzt auf jeden Fall das zweite auch voll. Ich glaube, es ist aber okay, wenn wir eins doppelt voll haben. Dann würde ich jetzt sagen, wir fressen uns so viel satt, wie es geht. Ich glaube, der Kadaver hier hat auch nicht mehr sehr viel Fleisch zu bieten. Man sieht schon die ganzen Knochen und sowas. Egal, alles mitnehmen. Dürfen uns aber auch nicht überfressen, das ist auch immer gefährlich. Mehr machen wir nicht. Aber wir sind noch sehr klein. Aber wir haben die erste Schwierigkeit schon gut gemeistert. Ich kann euch nochmal eben unseren Status hier zeigen. Wir sind bei 22%. Das ist halt noch gar nichts. Wir sind gerade mal hier bis zum Knie von den Menschen. So hoch sind wir. Auch super langsam noch. Und können auch noch nicht doll zubeißen. Also wir sind echt gerade eher aufs Verstecken angewiesen als aufs Kämpfen. Na, ist egal. Es sieht gut aus. Wir sollten jetzt hier auch einen guten... Ja, guck mal. Wir haben die perfekte Diät. Haben wir alles richtig gemacht. Dann ist ja alles super. Wir haben jetzt gerade richtig guten Bonus hier, was Wachsen angeht. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Ich würde halt jetzt sagen, wir versuchen irgendwie mal zu einem Gewässer zu kommen als nächstes. Weil ich glaube, der Durst wird das nächste Problem. Hier ist weit und breit kein Wasser zu sehen. Wir müssen wahrscheinlich noch ein ganzes Stück laufen. Ne, ich rieche auch nichts. Nur Nahrung. Aber Nahrung brauchen wir gerade nicht. Das ist natürlich schlecht. Dann laufen wir mal weiter in diese Richtung. Ich wollte sowieso in Richtung Norden eigentlich. Oha. Okay, hier geht's weit runter. Wir sollten uns eine andere Stelle suchen. Ja, hier links sieht besser aus. Aber hier ist auch so steil. Gott, kommen wir überhaupt weiter? Das ist jetzt ja ein Riesenproblem. Ist überall so steile Klippe. Und da vorne ist das Kartenende. Oh, ich bin dann immer einen ganz doofen Ort gelaufen. Ich glaube auch nicht, dass das hier noch was bringt. Hier kommen wir doch niemals weiter. Nee, keine Chance. Da geht's so tief runter. Ja, doofer Ort. Da müssen wir zurück. Das war jetzt alles umsonst. Aber wir haben einigermaßen... Wasser haben wir noch, also es passt schon.
Hey, geht's auch nicht runter? Guckt euch das mal an. Ey, wo bin ich denn hier gelandet? Oh nein. Oh, ich dachte gerade... Oh, ich muss echt vorsichtig sein. Wir haben uns, glaube ich, gerade fast die Haxen gebrochen. Das fehlt uns gerade noch. Wenn wir jetzt ein Bein brechen, mitten im Nirgendwo, dann würden wir verdursten. Oh, ich glaube, hier geht's runter. Oh, das scheint ein guter Gang zu sein. Aber wir müssen vorsichtig sein. Oh Gott. Jetzt sind wir zumindest weiter unten. Aber hier ist überall nur Dschungel. Ich weiß nicht, ob wir hier gleich Wasser finden. Es scheint sowas wie ein Weg zu sein. Sollen wir dem mal folgen? Einfach Richtung Norden? Schnupper noch mal ein bisschen länger. Da vorne ist Wasser, oder? Wartet mal. Sieht ein bisschen in der Distanz wie Wasser aus. Dann gehe ich doch mal lieber in die Richtung. Oh, ich glaube, das ist Wasser, aber leider Salzwasser. Oh nein. Halt der Strand. Das bringt uns gerade nicht viel. Da würde ich jetzt auch nicht runtergehen. Ich glaube, ich würde dann eher hier oben im Dschungel bleiben. Hier sind wir, glaube ich, geschützter. Hier sieht uns... Oder hier werden wir nicht so schnell gesehen. Aber wir passen hier nicht durch. Das ist für ein Schmuh. Kommen wir hier am Rand vorbei? Oh, da vorne ist Wasser. Ich glaube, da ist auch ein Wasserfall direkt bei uns. Das heißt, da ist wahrscheinlich ein Fluss, der dann im Meer endet. Aber der Fluss dürfte dann ja Süßwasser sein. Und hier ist auch nochmal Nahrung. Ich glaube, ich nehme erst die Nahrung mit und dann gehen wir zum Wasser. Ich habe aber auch gerade schon wieder Gebrüll in der Ferne gehört. Also irgendwo sind hier auch Fleischfresser. Bisschen Angst, dass hier Krokodile drin sind im Wasser. Vielleicht mal kurz beobachten. Oder meint ihr, es ist besser, einfach direkt schnell zu trinken und zu hoffen? Schön hinterm Baum. Schon ein bisschen gruselig hier. Ja, die Position ist ganz gut. Wir sind sehr gut geschützt und auch ein bisschen getarnt. Dafür sind wir ja voll. Ich rieche nochmal und dann können wir gucken, dass wir nochmal zum Futter gehen. Aber wir haben jetzt nicht so viel Zeitdruck. Wir sollten nichts machen, was irgendwie gefährlich ist. Wir könnten auch auf die Nacht warten. Die Nacht könnte ja auch ein Vorteil sein. Dann werden wir nicht so schnell gesehen. Ich weiß halt nicht, ob wir hier rüberkommen. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ohne Springen wird das nicht. Hier runterfallen ist auf jeden Fall schlecht. Da müssen wir den Fluss weiter entlang gehen. Deswegen wir eine Möglichkeit finden, da rüber zu kommen. Weil ich will nicht durch den Fluss schwimmen. Vielleicht da vorne bei den Felsen oder so. Könnte halt jeder Step unser letzter sein. Schon ein bisschen Nervenkitzel hier. So ganz alleine ist mal was ganz anderes.
Sonst mache ich es ja meistens im Stream und dann sind wir meistens nicht allein. Aber jetzt gerade, das ist schon echt spannend. Die Nahrung ist, glaube ich, direkt am Ufer. Oh nee. So Angst vor Krokodilen. Oder müssen wir nochmal auf die andere Seite? Das hier vorne am Wasser direkt. Ja, da sind auch die Kompis. Seht ihr es? Oh mein Gott. Frage ist, ist das jetzt ein Bait? Ist da ein Krokodil, was nur wartet? Okay, wir haben uns einen Kompi gesnackt. Der bringt aber nicht viel. Gott, soll ich es nochmal machen? Der Kadaver, der da liegt, ist halt auch nicht so krass. Ich schnupper nochmal. Versuch mal, den Kadaver zu greifen, der da liegt. Klappt nicht. Kompi mit. Mit G kann man die eigentlich greifen. Schön das Wasser beobachten. Okay, wir hauen ab. Habt ihr das gehört? Oh, das hat sich nicht wirklich gelohnt. Die drei Kompis, die wir da gesnackt haben, das war nicht viel. Egal. Jeder Haps kann uns das Leben retten. War auch sehr, sehr risikoreich da jetzt am Ufer. Ja, die Nacht bricht jetzt auch wieder ein. Ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen verziehen in die Büsche und ein bisschen abwarten. Jetzt gerade Richtung Nahrung noch irgendwo zu gehen, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ich meine, hier sieht uns doch keiner, wenn wir uns hier erstmal hinlegen, kurz, oder? Vielleicht noch ein bisschen besseres Versteck suchen. Ich glaube, hier ist gut, oder? Ich glaube, das ist gut. Ja, dann warten wir erstmal ein bisschen ab. Vielleicht bis zum nächsten Morgen. Ich hoffe, das Essen hält bis dahin. Also ich sag mal so, wie es ist, ne? Mein Hunger und mein Durst sind schon echt wieder weit unten. Und es ist gerade mal 21 Uhr. Also die Nacht hat nicht mal begonnen. Das heißt, wir müssen uns jetzt bei Nacht auf jeden Fall noch einmal mindestens auf Nahrungs- und Wassersuche begeben. Das ist echt doof. Ich würde jetzt zu der nächsten Keule hier gehen und hoffe, dass die nah dran ist. Das kann auch die sein von vorhin, leider einfach nur. Aber dann müssen wir es jetzt riskieren. Geht nicht anders. Ich werde jetzt auch ungern bei Nacht die ganze Zeit hier rumlaufen. Ja, das ist hier halt wirklich. Ist aber auch noch nicht so richtig dunkel. Aber dann scheint die Nacht hier echt lange zu gehen. Es wird halt schon richtig früh dämmerig. Und ich glaube, die Sonne geht auch echt erst spät auf. Naja, haben wir das wenigstens auch dazu gelernt. Ja, das ist genau der Kadaver. Kann ich den greifen mittlerweile? Nee. Kann ich auch nicht fressen richtig. Ist natürlich schlecht. Boah, trinken sollten wir schnell.
Was war das? Oh mein Gott, irgendwas hat uns angegriffen, oder? Was Kleines aber. Oh Gott, ich will hier weg. Das gefällt mir gar nicht. Heute sind wir so hungrig hier. Und die ganze Nacht noch vor uns. Das ist doch ein Mist. Also wie es aussieht, müssen wir jetzt hier wieder über den Fluss. Aber uns bleibt nichts anderes übrig. Einfach direkt Risiko. Hier ist halt auch keine Nahrung weit und breit. Die Nahrung ist halt schon wieder super weit unten. Nochmal eben ein kurzer Zwischenstand für euch. Wir haben es 22.30 Uhr erst, also immer noch ganz am Anfang der Nacht. Wir haben nur noch 1% Nahrung, aber wir sind schon bei 58% Wachstum. Das heißt, wir müssen jetzt unbedingt was finden. Wir haben echt schon viel geschafft. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon stärker, als wir denken. Vielleicht können wir auch was erlegen, wenn wir was finden. Bitte lass sie irgendwo fressend sein. Bitte. Ja, die Keule, da komme ich halt her. Ich glaube, das ist die von vorhin. Die wird mir die ganze Zeit angezeigt. Und jetzt das Ding unten rechts auch wieder auf rot, die Nahrungsanzeige. Jetzt sieht es ganz schlecht aus. Wir müssen jetzt ganz dringend was finden. Oh nee. Da mache ich einmal ein Video und dann endet das so. Ich hätte mich einfach nicht hinschillen dürfen. Ich bin halt auch kurz AFK gegangen und so, weil ich dachte, ja, ist ja entspannt. Wir haben ja relativ viel Nahrung. Aber das ging echt schnell runter. Und ich habe auch die Nacht komplett falsch eingeschätzt. Es war halt noch richtig am Anfang der Nacht. Also die Nacht scheint super lang hier zu sein bei dem Spiel mittlerweile. Das ist echt blöd. Und jetzt verhungere ich einfach. Wir müssen rennen. Wir müssen irgendwas finden. Irgendeine Hoffnung schimmert zumindest, wo wir hinrennen können. Ist einfach nichts. Oh mein Gott. Ich glaube, das war's, Leute. In der dunkelsten Nacht verhungert. Das kann's doch nicht sein. Da vorne wird was angezeigt. Das ist unsere Hoffnung. Ich hoffe, wir schaffen das. Aber jetzt haben wir zumindest ein Ziel. Das wird richtig knapp, glaube ich. Ich kann auch null einschätzen, wie weit das weg ist. Und das Terrain hier ist halt auch eine Katastrophe. Man kommt hier nicht mal hoch. Oh nee. Man hat aber auch ganz oft so Baumstämme und sowas, die einfach total blöd im Weg rumliegen. Ich komme hier nicht mehr hoch. Ey, komm schon bitte. Was ist denn das? Ey, das kann jetzt nicht wahr sein, dass das jetzt hier so eine blöde Schneise ist. Als ob man hier nicht hochkommt. Das kann ja wohl jetzt nicht sein. Oh, wir sind oben. Schnell ruhig riechen. Oh, bitte, mach hinne. Ich kann auch noch nicht einschätzen, ob ich laufen kann beim Riechen oder stehen bleiben muss. Es dauert halt immer ultra lange, bis der was erschnuppert hat. Oh nein, unser Essen wurde gefressen. Das ist jetzt nur noch ein Knochensymbol. Aber da ist noch eine Keule. Okay, wir müssen dahin. Kann alles nicht wahr sein. Komme ich hier nicht mehr hoch, oder was? Es ist ja ein kompletter Troll hier mit der Map. Hallo, so steil ist es jetzt auch nicht. Ey, come on. Lass mich hoch. Schnell riechen. Probier es jetzt mal im Laufen aus, also im Gehen. Dauert halt super lange, bis der gerochen hat.
Hä, das ist jetzt auch nur noch ein Knochen. Willst du mich? Oh mein Gott. Ey. Ich fühle mich gerade echt verarscht. 35% leben nur noch. Aber ein Knochen könnte heißen, da ist vielleicht was. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Vielleicht kleine Kompis oder so noch. Halt auch super dunkel. Jetzt sind wir wieder hier. Aber hier ist weit und breit halt nichts. Wir müssen hier rüber. Prozent noch. Ja, wir können halt gerade nur zu dem Knochen rennen. Ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll. Ich könnte halt auch am Ufer lang gehen und hoffen, dass da was ist. Aber ich hoffe gerade eher auf Kompis, die beim Knochen sind. Oder irgendwas anderes, was davon angelockt wird. Ich glaube, man muss, je weiter das Ziel weg ist, desto länger muss man riechen, glaube ich. Ich bin jetzt aber wieder hier, wo ich vorhin war, oder? Kann das sein? Das kann nicht wahr sein. Okay, ich kann's essen. Oh, das könnte uns retten. Aber es war nur ein Mini-Hubs. Oh Gott, das ist einfach nichts. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich renne jetzt einfach das Wasser weiter runter, denke ich, am Ufer. Wenn ein Krokodil kommt, müssen wir kämpfen oder so. Boah, das ist hier gerade so ein harter Überlebenskampf. Das ist halt auch sehr dunkel. Ich glaube, Night Vision ist schon besser. Ich frage mich halt, kann man Fische rausziehen mit dem Zerat? Wahrscheinlich nicht. Also ich gehe nicht davon raus. Zeig mir irgendwas an. Vor uns ist was. Okay, weiter rennen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich sollte vielleicht sonst nächstes Mal direkt am Ufer lang rennen, wenn ich so hungrig bin. Weil das Wasser zieht ja auch immer irgendwie Pflanzenfresser und sowas an und die werden dann von irgendwas getötet. Ganz nah. Ist auf der anderen Seite. Liegt auf der anderen Seite. Wir müssen rüber. Da war ein Fisch, der so geschwommen ist. Habt ihr das gesehen? Das ist ein Krokodil, was mich anlockt. Ich will nicht trinken. Muss genau unter uns sein. Aber ich trinke. Nein. Ich komme da, glaube ich, nicht ran. Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Ich kann es auch nicht greifen mit G. Nein. Gestorben. Ich glaube, es kam aber auch gerade die Animation, dass ich es essen konnte, oder? Ich weiß es nicht. Oh, wie ärgerlich. Oh, wir haben nicht mal die erste Nacht überlebt. Aber ich bin auch noch blutiger Anfänger in dem Spiel. Oh, Wahnsinn. Aber es hat Spaß gemacht, also wirklich. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, auch wenn jetzt nicht so krass viel passiert ist. Aber das war halt ein harter Kampf ums Überleben. Für mich ist jetzt auf jeden Fall wichtig, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann ist es ganz wichtig, dass ihr liked, dass ihr Kommentare und Tipps schreibt, damit ich weiß, dass das Video gut bei euch angekommen ist. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Das war das Leben und der Tod von Ed, dem Ceratosaurus. Weil es nicht das längste Leben, muss man sagen. Aber ja, wie gesagt, schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal.